wir stehen hier beim Holo-Café in der Inni-Arena-Booth in Halle 10 und ich frage meinen lieben Kollegen hier einfach mal, ob er sich kurz vorstellt für euch. Ja, hallo, ich bin Sebastian, ich bin der Geschäftsführer des Holo-Cafés und habe das zusammen mit zwei anderen früheren Kommilitonen und Kollegen aus der Indie-Szene gegründet. Erzähl uns doch erstmal, was das Holo-Café überhaupt ist. Das Holo-Café ist eine physische Location, wo man hinkommen kann, ähnlich wie bei einem Bowling-Center oder einem Escape-Room, um gemeinsam Virtual Reality Games zu spielen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Leute, die jetzt nicht unbedingt das Kleingeld haben, um sich die teure Hardware inklusive Hochleistungsrechner für zu Hause anzuschaffen oder eben den Platz für richtiges Roomscale VR. Das hat man ja auch nicht so einfach zu Hause. Wo finden wir das Holo-Café? Das wird mit einem ersten Pop-Up-Store in den Düsseldorfer Karden eröffnen, also direkt am Bilker S-Bahnhof. Was sind die Pläne nach dem Pop-Up-Store? Der Pop-Up-Store ist so ein Stück weit ein Feldtest für uns, wo wir halt ein bisschen rausfinden wollen, wer ist eigentlich die genaue Zielgruppe, welche Altersgruppen haben wir da und was möchten die Leute gerne tatsächlich spielen. Wir werden das Ganze ein bisschen anteasern und anreizen mit verschiedenen Angeboten, die wir dann dort haben und werden dann die Erkenntnisse, die wir aus dem Pop-Up-Store ziehen, nutzen, um dann nochmal an unsere Pläne für einen richtigen Flagship-Store zu gehen. Der soll dann auch ein richtig schönes Café-Bistro beinhalten, was sich vom ganzen Theming her an Geeks und Gamer richtet. Und auch ein Hardware-Store für die Leute, die sich das dann nämlich tatsächlich für zu Hause anschaffen wollen, weil sie den Platz und das Geld haben, haben sie bei uns die Möglichkeit, die ganze Hardware anzutesten, um sich davon zu überzeugen, ob sie es tatsächlich haben wollen oder nicht. Apropos Hardware und Angebot, welche Hardware nutzt ihr und wie sieht das Angebot genau aus, was ihr dann? Aktuell nutzen wir die HTC Vive mit ihrem Room-Scale-Tracking. Für uns momentan das System, was die beste Präzision hat. Man hat die getrackten Controller dabei, kann dadurch sehr, sehr intuitiv in der virtuellen Welt miteinander interagieren. Und man hat halt ein System, was es einem ermöglicht, dass mehrere Leute physisch in dem gleichen Raum wirklich miteinander spielen können, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen. Das heißt, unsere Spiele, die richten sich speziell an ein Multiplayer-Publikum. Weil wir denken uns, wenn man schon ausgeht, dann macht man das meistens mit Freunden und wir möchten die Leute dann nicht in der virtuellen Realität voneinander isolieren, sondern wirklich in der gleichen Spielwelt miteinander spielen lassen. Kannst du uns nochmal was zu der Gründungsidee und eurem Weg erzählen? Ja, wir kommen ursprünglich aus verschiedenen Hochschulen, haben unter anderem Game Design studiert. Daraus haben sich dann später Independent Studios formiert, einmal Hammer Labs und die Firma Frame 6. Wir haben schon seit 3 bis 5 Jahren dann Indie-Games entwickelt, auf verschiedenen Plattformen released. Und als dann so dieser Virtual Reality-Hype mit der Oculus Rift kam, hatten wir eine Einladung zum Vive Game Jam in London und haben da zum ersten Mal wirklich mit den getrackten Controllern und Roomscale VR das Ganze ausgetestet, haben sofort gemerkt, das ist genial, das macht so viel Spaß, es fühlt sich so immersiv an. Und für uns war dann klar, es ist eine geniale Plattform, aber sie wird Probleme in dem Home-Entertainment-Markt haben. Und wir haben uns dann eigentlich die Mission auf die Fahne geschrieben, Virtual Reality zum einen accessible zu machen, also niedrigschwellig, und zum anderen eben auch sozial. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, es sei denn, du hast noch andere Worte, mit denen du das Ganze abrunden möchtest. Nein, mir fällt eigentlich gerade nichts Besseres ein. Dann bedanke ich mich bei dir. Danke auch.